Wir haben wirklich einen guten Gott. Wir haben eine Perspektive. Es darf weitergehen. Absolut genial, die Verheißung, die Gott uns gibt. Und so dürfen wir heute auch wieder neu in die Bibel hineinbohren. Was sagt uns Gottes Wort? Wir sind in einer Predigtserie, wo wir so Kernwerte anschauen wollen. Ja, ich bin einmal in einer Weiterbildung gefragt worden, was sind deine Werte? Ja, ich musste gerade ein bisschen überlegen, ja, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Gerechtigkeit, Wahrheit. Jemand anderer wird vielleicht sagen, Freizeit oder Innovation oder irgendwie so. Und ich möchte mal die Frage stellen, ja, was ist denn das Wichtigste für Gott? Was sind Kernwerte für Gott? Kann man das überhaupt formulieren? Was ist Gott am wichtigsten? Oder vielleicht, wenn wir das mal anders ausdrücken, gibt es eine Bibelstelle, die uns zeigt, das ist das Wichtigste? Oder auf der einen Seite haben wir als Mensch die Frage, was ist mir am wichtigsten? Und auf der anderen Seite gibt es die Frage, was ist denn Gott am wichtigsten? Was sind Kernwerte für Gott? Weil es ist klar, wenn das, was Gott am wichtigsten ist, das muss ja auch bei uns irgendwo in der Kirche sich manifestieren. Kernwerte von Gott sollen auch unsere Kernwerte sein. So, was ist Gott am wichtigsten? Was könnte man da sagen? Ja, da gibt es tatsächlich so ein Doppelgebot. Mach da mal so eine Bibel. So. Und jetzt hat Gott gesagt, das Wichtigste ist, dass man auf der einen Seite Gott liebt und auf der anderen Seite, dass man andere Menschen liebt. Das ist das Wichtigste. Wenn man alles zusammennimmt in die Bibel, kommt man auf diese beiden Punkte. Weil Gott also Liebe ist, mir auch. Das heisst, Gott multipliziert sich. Er selber ist von seinem Wesen her Liebe und darum sollen wir das entsprechend auch umsetzen. Klar, das mit dieser Liebe, das ist so ein komischer Begriff. Auf Deutsch bedeutet das alles Mögliche. Oder wir sagen, wir reden vielleicht vom Liebe machen. Wir meinen damit die Sexualität. Aber da geht es jetzt um etwas ganz, ganz anderes. Gott von seinem Wesen her ist Liebe. Und die Liebe hat er bewiesen für uns, indem er nämlich Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Ja gut, was war da schon Spezielle gewesen? Der Mensch lebt ja von Natur aus nicht mit Gott zusammen. Wir gehen unsere eigenen Wege, wir machen immer wieder auch Sachen, die Gott nicht gefallen. Und eigentlich hätten wir keine Chance, so mit Gott in einer Beziehung zu sein. Gott ist dermaßen heilig, was wollen wir da irgendwie schon machen? Aber weil Gott Liebe ist, hat er eine Beziehung mit uns Menschen wollen. Und darum ist Jesus auf die Welt gekommen, weil die ganze Schuld, die ganze Strafe, die ich tragen müsste, hat Jesus auf sich genommen. Er ist nicht allein am Kreuz gewesen, sondern deine und meine Schuld ist mit ans Kreuz genagelt worden. Und damit haben wir die Möglichkeit, in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Weil wir können jetzt Gott um Vergebung bitten. Wir können sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Und damit kommen wir wieder in eine freie Beziehung mit Gott rein. Das heisst, Gott hat seine Liebe zu uns Menschen bewiesen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, den es uns noch gar nicht gegeben hat. Und damit wird deutlich, was ist eigentlich Liebe? Liebe von Gott, auf Griechisch Agape. Die Agape-Liebe, das ist eine Liebe, die nicht sagt, du musst mir zuerst einmal etwas gegeben haben, dann tue ich dich vielleicht lieben. Nein, Gott ist anders. Gott hat schon geliebt, bevor wir überhaupt können reagieren können. Und Gott ist mit seiner Liebe auch nicht der, der sagt, ich mache zwar etwas, aber du musst mir dann dafür etwas zurückgeben. Nein, die göttliche Liebe, das ist so eine verschenkende Liebe. Er investiert sich in uns rein und gerade darum ist Jesus gekommen. Wir dürfen in eine Beziehung mit Gott eintreten. Wir dürfen den liebenden Gott spüren. Ja, die Frage, wie man mit Gott in Beziehung kommen kann, wie man in das Reich von Gott hineinkommt, das war eine Frage, die viele Gesetzeslehrer damals zur Zeit von Jesus beschäftigt hat. Wie kann man ein Teil von dem Himmelreich sein? Und da ist mal so ein jüdischer Gesetzesgelehrter zu Jesus gekommen, und hat genau die Frage gestellt, Jesus, was muss ich machen, damit ich ein Teil vom Reich Gottes wird? Ja, eigentlich eine coole Frage, schöne Frage, aber der Gesetzeslehrer hat da Jesus eins auswaschen wollen. Weil
für ihn war Jesus natürlich ein Irrlehrer. Der erzählt Sachen, die doch im Gesetz von Mose anders geschrieben ist. Also, wir müssen irgendwie schauen, dass der Jesus da wegkommt. Also, er hat gefragt, was muss ich da machen? Ja gut, wie hat jetzt Jesus reagiert? Es ist noch interessant, dass Jesus jetzt nicht einfach eine Antwort gegeben hat, sondern Jesus hat eine Gegenfrage gestellt. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Aha, Jesus stellt eine Gegenfrage. Warum macht? Ja, könnte es sein, dass Jesus halt nicht recht gewusst hat, was da der Mose gesagt hat? Ja, nein, sicher nicht. Er fragt nicht wegen sich, sondern er fragt wegen seinem Gegenüber. Jesus hat den Gesetzeslehrer mit ihnen nehmen wollen. Er hat gewusst, wenn der selber anfängt zu hirnen und zu einer Antwort kommt, ist das viel, bewirkt viel mehr, als wenn Jesus einfach sagt, ja, so ist es. Und damit wird etwas ausgedrückt, indem Jesus eine Gegenfrage stellt, drückt er Liebe aus. Er hat mal wissen, was weiss denn der Gesetzeslehrer bereits? Hat er das überhaupt richtig verstanden? Also er ist ganz individuell auf den Einzelnen eingegangen. Das bedeutet Nächstenliebe. Auf den anderen eingehen. Nicht einfach ihn zudreschen, sondern zuerst einmal hören, wo steht der eigentlich. Das ist Liebe. Ich begleite einen jüngeren Mann im Coaching. Der ist so richtig in die Enge gedrückt worden. Der hat schon seit Jahren Schwierigkeiten mit seinem Chef. Und dann hat er mir so in einem Gespräch gesagt, also jetzt hau ich so richtig mal auf den Tisch und sag dem mal meine Meinung. Ich habe dann eine Gegenfrage gestellt, ist das gut? Wie würde wohl der Chef reagieren? Er hat sich dann ein bisschen beruhigt und dann gesagt, ja gut, ich könnte vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, was ist gerade das, wo mir so durch den Kopf geht. Ja, das finde ich weiser. Oder wenn du sagst, du Chef bist falsch, weiss nicht, ob das gescheit ist. Aber wenn ich erzähle, wie es mir geht, dann mache ich eine Ich-Botschaft. Ich rede dann von meiner Seite her. Dann hat aber der andere immer noch Raum, entsprechend können zu reagieren. Das ist viel weiser. Und vielleicht kann man ja sogar in einer Situation, wenn es schwierig ist, eben auch mal eine Gegenfrage stellen. Einfach immer mit dem Gedanken, den anderen mitzunehmen. Wo braucht es vielleicht eine Veränderung? So, jetzt der Gesetzeslehrer. Wenn der die Frage gestellt bekommt, ja, was sagt denn das Gesetz? Ja, das war für den natürlich eine einfache Frage. Und er hat das ganz präzise können sagen. Das Wichtigste ist, Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selber. Ja, das war für ihn klar. Ja, können wir das einfach umsetzen? Also wie ist das? Kann ich Gott immer so fest lieben, wie ich eigentlich will? Und kann ich den Nächsten immer so lieben, wie es eigentlich sollte sein? Oder schnell merken wir einmal, eigentlich können wir die zwei Gebote gar nicht voll umsetzen. Ich kann mich zwar bemühen, aber so richtig 100%, das geht eigentlich gar nicht. Und damit hat Jesus auf eine ganz feine Art und Weise dem Schriftgelehrten gezeigt, schau, auch du brauchst Vergebung. Auch du, wenn du sogar noch gemeint hast, ich kann das schon. Nein, 100%ig schaffen wir es nicht. Und damit hat Jesus eben gerade auf sich selber hingewiesen. Ein bisschen später ist er ja gerade für die Schuld der Menschheit dann gestorben. Also Jesus nimmt die Menschen mit. Das ist Nächstenliebe. Ja, wir können uns jetzt vorstellen, da der Gesetzeslehrer, das hat ihn gekützelt. Da ist er in seinem Ego getroffen worden. Das kann doch nicht sein, dass ich Vergebung brauche. Und jetzt hat er auch wiederum eine Gegenfrage gestellt, ja, wer ist denn mein Nächster? Oder da hat er so seine Freunde da irgendwo rundherum gehabt. Ja, welcher von denen ist jetzt mein Nächster? Ja, wie hat Jesus reagiert? Komischerweise oder bezeichnenderweise hat Jesus nicht einfach gesagt, weißt du, so ist es. Sondern Jesus hat das Gleichnis erzählt. Jesus hat jetzt dem Gesetzeslehrer gesagt, schau, es ist so, wie ein jüdischer Mann überfallen worden ist. Der ist ausgeraubt worden, ist halbtot liegen geblieben. Und ein bisschen später ist ein Priester gekommen, aber der ist einfach vorbeigelaufen. Hat nicht geholfen. Noch ein bisschen später ist ein Tempeldiener gekommen, hat aber auch nicht geholfen. Und noch ein bisschen später ist ein Samariter gekommen.
Jetzt müssen wir wissen, Samariter und Juden, die sind befindet gewesen. Das war nie der Fall gewesen, dass ein Samariter einem Juden geholfen hat. Aber Jesus sagt in dem Gleichnis, der Samariter ist gekommen, hat ihm die Wunde verbunden, hat ihm auf dem Esel geholfen, hat ihn mit Herberge gebracht, hat sogar noch das Geld gezahlt, bis er da wieder gesund ist. Und jetzt stellt Jesus wiederum eine Gegenfrage. Er sagt nämlich im Lukas 10, Vers 36, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er bringt den anderen wieder zum Hirne. Der da hat ja gesagt, wer ist mein Nächster? Und jetzt kommt Jesus und nimmt jetzt Position von dem anderen ein und sagt, wem bin ich der Nächste? Also aus Sicht von dem in der Not, ja, der ist vielleicht weiter weg, aber der ist in Not und dann ist jetzt eben, wer jetzt gerade der eben der Nächste? Also Jesus tut mit Fragen Menschen führen. Mit Fragen bringt der Mensch dort hin, dass er etwas entdecken darf. Er sagt nicht einfach von oben herab, sondern er nimmt die Leute mit rein. Wem bin ich der Nächste? Und damit hat Jesus eben deutlich gemacht, was heisst eigentlich Nächstenliebe? Nächstenliebe heisst, ich verzichte auf etwas, was ich habe. Ich verzichte auf etwas, was ich dürfte, zugunsten vom anderen. Ebenso wie der Samariter eben da. Gut, der Pharisäer würde sagen, das habe ich doch alles gemacht. Der Pharisäer, der hat ja sehr gut gewusst, was steht da im Alten Testament. Und wo Jesus ihn gefragt hat, was ist denn das Wichtigste, hat er auch richtig geantwortet. Er hat da nämlich einen Vers aus dem Alten Testament zitiert, nämlich im 3. Mose 19, Vers 18. Und dort steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Also warum sollen wir einander lieben? Weil Gott der Herr ist. Weil Gott derjenige ist, der von seinem Wesen her Liebe ist. Und weil Gott Liebe ist, sagt er uns, wir sollen auch lieben. Und jetzt ist aber interessant, dass das Zitat, das er da gemacht hat, das ist eigentlich der Abschluss von all dem, was vorne in dem Abschnitt gestanden ist. Oder wenn wir die Verse vorne dazu nehmen, zum Beispiel der Vers 10, dann steht dort, wir sollen, wenn wir am Ernten sind, nicht alles abernten, sondern ein bisschen den Armen übrig lassen. Gut, das ist vielleicht nicht ganz so unsere Zeit heute, aber wir verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Das ist Liebe. Oder im Vers 11 steht, wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht lügen, wir sollen niemanden betrügen. Ja, das ist konkrete Umsetzung, was Nächstenliebe ist. Oder dort steht im Vers 12, wir sollen nicht falsch schwören. Ja, das hilft dem anderen ja nicht. Das ist Liebe. Oder dann Vers 13, wir sollen nicht den Nächsten bedrücken oder berauben und dem Tagelöhner sollen wir den Lohn am gleichen Tag auszahlen, wie er eben geschafft hat. Das ist Liebe. Oder Vers 14, wir sollen den Tauben nicht fluchen und wir sollen dem Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Das ist Liebe. Oder Vers 15, wir sollen nicht unrecht handeln, wir sollen im Gericht nicht jemanden vorverurteilen, auf der anderen Seite aber auch niemanden begünstigen. Das ist Liebe in der Umsetzung. Vers 16, wir sollen niemanden verleumden oder gegen den Nächsten auftreten. Vers 17, wir sollen nicht andere hassen, sondern in Liebe zurechtweisen. Das ist Liebe. Oder dann noch Vers 18, wir sollen uns selber nicht rächen und auch nicht den Zorn bewahren gegen andere Menschen. Wenn also der Gesetzeslehrer sagt, wir sollen Gott wie auch den Nächsten lieben wie sich selber, dann ist das alles mit beinhaltet. Wenn man die ganze Bibel zusammennimmt, entsteht daraus eigentlich eben Liebe. Jetzt ist so, das Zitat aus dem Alten Testament, das kommt im Neuen Testament 7-mal vor. Also 7-mal wird das zitiert und da sehen wir, wie wichtig Gott das ist, dass man wirklich den Nächsten liebt, so wie uns selber. Und eine von diesen Bibelstellen, wo das zitiert wird, das ist im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 8. Und dort unmittelbar im Zusammenhang steht, wir sollen kein Ansehen von der Person haben, wir sollen auch den Armen nicht Unrecht tun. Oder der Arm, dass man dann sagt, ja, du bist der Armgang irgendwo da hinten an, der Reich, der soll da den guten Platz haben. Das heisst, Nächstenliebe bedeutet, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind gleichwertig. Liebe heisst,
Ich tue mich nicht über den anderen setzen. Ich bin besser. Ja, und dummerweise tut der andere sich dann noch selber schlecht machen. Aber dann haben wir ein Gefälle, das geht nicht. Nächstenliebe bedeutet, ich begegne meinem Gegenüber auf Augenhöhe. Gleichwertig. Ich bin nicht besser, ich fühle mich auch nicht besser als der andere. Das ist Nächstenliebe. Ebenfalls wird das der alttestamentliche Vers in der Bergpredigt zitiert. Von Jesus in Matthäus 5. Und dort sagt er, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Ja, wir sollen für die Leute beten, die gegen uns sind. Und die Begründung ist dort, weil auch Gott ein Gott der Liebe ist. Weil Gott lässt regnen, Gott lässt die Sonne scheinen, selbst über Menschen, die gut sind, aber auch böse sind. Und darum sollen wir das ebenfalls so kopieren. Ähnlich wird der Vers auch zitiert in Matthäus 22. Da kommt jemand und fragt Jesus, was ist das Wichtigste? Dort hat er ganz konkret gesagt, Gott und der Nächste lieben. Was bedeutet, alles, was wir machen, soll letztlich die Motivation der Liebe haben. Es geht nicht um mich, sondern die Liebe, das soll da sein. Und der Paulus hat das im Römer 13 ebenfalls aufgenommen und hat gesagt, wenn man alle Gebote zusammennimmt und durchschüttelt und eine Quintessenz daraus macht, dann entsteht daraus Liebe. Also all das, wo wir da ein Gebot gelesen haben, das ist eigentlich nichts anderes als Nächstenliebe. Und Paulus tut das dort dann konkret ausführen, indem er einige von den 10 Geboten zitieren tut. Der andere Liebe bedeutet, kein Ehebruch zu betreiben. Der andere Liebe bedeutet, nicht den anderen bestellen, nicht etwas begehren, was einem anderen gehört, nicht falsch schwören und so weiter. Die 10 Gebote zusammengenommen ergeben das Gebot der Liebe. Und so sollen wir es umsetzen. Der Paulus schließt dann dort in Römer 13 mit der Aussage, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Eigentlich doch so einfach. Also was heisst Nächstenliebe? Einfach so leben, wie man es selber auch gern hätte. Eigentlich so einfach. Und so hat Jesus auch ausgedrückt in der goldenen Regel, Matthäus 7, Vers 12, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also ich kann jetzt einfach selber überlegen, ja, was möchte ich denn gern? Oder zum Beispiel, habe ich es gern, wenn man mir hilft? Ja, okay, das ist Liebe, darum soll ich auch andere lieben. Oder habe ich es gern, wenn ich wahrgenommen werde? Brauche ich Gemeinschaft, tiefe, verbindliche Gemeinschaft mit anderen Menschen? Schätze ich es, wenn ich um meine Meinung gefragt werde? Brauche ich Ermutigung? Habe ich es gern, wenn sich jemand mir bedankt oder mir Anerkennung gibt für das, was ich eben jetzt gerade gemacht habe? Habe ich es gern, wenn jemand anderes mich einsetzt mit meinen Fähigkeiten? Oder schätze ich es, wenn sich jemand Zeit für mich nimmt? Oder und plötzlich merkt man, und die Liste könnte man noch lang machen, so wie ich es gern möchte, so soll ich am anderen gegenüber sein. Eigentlich so einfach. Gott lieben und den Nächsten lieben. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, warum klappt das nicht immer? In der Umsetzung ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Oder? Und da merkt man, ja, eigentlich ist es klar, aber wenn ich selber mich unsicher fühle, wenn ich selber innerlich gerade eine Leere mit mir umeinander trage, dann ist es schwierig für den anderen da zu sein. Dort, wo ich gerade selber für mich kämpfen muss, dass ich überleben kann, dass ich nicht niedergedrückt werde, ja, dort drüllt sich alles um mich selber. Dann kann ich den Nächsten nicht lieben. Überleg mal, was machst du so für Selbstgespräche? Jeder Mensch hat Selbstgespräche. Oder wenn sich das immer um mich drüllt und ich muss doch, und warum habe ich denn nicht, und. Ja, dann bin ich eben gerade gehindert, Nächstenliebe zu geben. Und wir merken, Menschenliebe zu geben, das ist eben nicht nur einfach ein Schlagwort, sondern das ist eine konkrete Tat. Da merkt man, das hängt ganz eng zusammen mit dem, dass ich selber eine gesunde Persönlichkeit habe. Wenn es immer um mich geht, dann kann ich den anderen nicht lieben. Und wir merken schnell einmal, ich alleine schaffe das nicht. Ich brauche das Einbettetsein in die Liebe von Jesus.
Ohne diese Liebe von Jesus geht das nicht. Ich brauche immer wieder das Auftanktsein, dass meine Leere gefüllt ist in mir drin. Nur dann kann ich wirklich den anderen lieben. Ja, eigentlich doch so einfach. Und trotzdem merken wir, dass die Liebe, die Jesus mir gibt, manchmal nicht ankommt. Jesus hat genug Liebe. Warum kommt es manchmal nicht an? Die Bibel redet davon, dass der Mensch manchmal ein verhärtetes Herz hat. Warum? Weil manchmal Verletzungen da sind. Sachen, wo ich irgendwie verhakt bin. Und darum stimmt das dann nicht. Meine Werte kommen durcheinander. Ja, wenn ich selber nicht eine gesunde Persönlichkeit habe, kann die Liebe nicht zu mir fliessen. Oder dann ziehe ich mich von Menschen zurück. Ich habe Angst, die machen mit mir etwas. Aber wenn ich mich zurückziehe, hat das häufig auch Einfluss auf die Beziehung von Gott. Dass Gott mir zwar Liebe möchte schenken, aber ich verschliesse mich selber dieser Liebe gegenüber. Und dann merkt man, Nächstenliebe hat einen grossen Zusammenhang mit dem, ob ich selber eine gesunde Persönlichkeit habe. Je eigenreflektierter ich bin, je besser ich mich kenne, umso besser kann ich auch das Gegenüber wahrnehmen. Das heisst zum Beispiel auch, dass ich mich kenne, dass ich weiss, was für ein Typ bin ich. Oder? Jeder Mensch hat so seine Eigenarten. Und dass ich jetzt realisiere, Achtung, ich bin ein bisschen der Typ, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, muss ich aufpassen, dass ich meinen persönlichen Schwerpunkt nicht zu fest gewichtet tue. Sonst klappt das nicht. Das heisst, Nächstenliebe hängt eng mit dem zusammen, dass ich realisiere, da gibt es andere Menschen, die sind anders. Und wenn ich jetzt das aber merke, ich bin der Typ, Gott hat den anderen aber so geschaffen, dann wird der andere immer mehr zu meiner Ergänzung und nicht zu meiner Konkurrenz. Oder dort, wenn ich das Gefühl habe, alle Menschen müssen so sein wie ich, ja, dann hätten wir es gut. Ja, dann sehe ich nur mich. Und dann ist aber jeder Konkurrent, dann kann ich nicht lieben. Wenn ich aber merke, Gott hat mich so gemacht, der andere ist aber so von Gott geschaffen, dann kann ich den anderen als Ergänzung sehen. Und dann ist natürlich das Einanderlieben ganz anders. Menschen mit ihren Gaben in das einbauen, was ich möchte tun, damit ehre ich den anderen. Oder der andere ist dann nicht meine Konkurrenz, sondern er soll mit seinen Gaben dürfen dienen und ich nehme den anderen mit rein. Ja, der andere, der will sich abgrenzen. Ich mache es richtig, alle anderen sollen mir nicht zu nahe sein. Ja, dann geht das mit der nächsten Liebe eben auch nicht. Oder in der Konkurrenz drin zu sein, wenn man selber für seine Position muss kämpfen, das ist eigentlich nur ein Machtspiel. Ich will oben sein. Aber dann geht das mit der Menschenliebe nicht. Stell dir mal vor, wir könnten von einer Minute auf die andere sämtliche Minderwertigkeitsgedanken weglegen, sämtliche Konkurrenzgedanken, alles kämpfen für, würden wir alles auf einen Touch können ablegen. Wie wäre das? Wie würde sich das auswirken in der Gemeinde drin? Hey, ich glaube, das wäre die Gemeinde, die so richtig einander liebt. Das wäre total anziehend. Und klar, das haben wir vollkommen, denn erst im Himmel, im Moment nicht. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Dass wir sagen, Jesus, ich brauche wirklich mehr die Liebe. Und da und dort steht das an und ich komme nicht durch. Hey, dann red mit Jesus. Es kann ja sein, dass Gott wirklich ein Wunder macht und zack, die Liebe kommt in mein Herz rein. Manchmal aber sagt Gott, du, ich habe neues Miteinander mit anderen Menschen zusammen in Gemeinschaft gesetzt. Erzähl doch das, was dich beschäftigt, mal einer vertrauensvollen Person. Weißt, eine Predigt kann das nicht bewirken. Eine Predigt kann nur so die allgemeine Richtung angeben. Aber wo du ganz persönlich verhakt bist, irgendwo in der Vergangenheit, wo immer wieder etwas ob sich kommt, wo du immer noch für dich am Kämpfen bist, das kann man nicht in einer Predigt lösen, sondern da braucht es dann eben ein Einzelgespräch. Und darum, ja, bete zu Gott, dass er dich einfach übernatürlich füllt. Aber manchmal sagt vielleicht Jesus auch, vertrau dich doch mal einer Person an. Tun doch das mal aufarbeiten, was bindet dich immer wieder zurück. Je gesünder du selber innerlich bist, umso besser, umso einfacher kannst du auch auf andere eingehen. Der Vers, wo da der Schriftgelehrte da zitiert hat, der kommt auch im Galater 5, Vers 14 vor. Und dort steht, durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Das ist noch interessant, Paulus sagt ihm dort noch, wenn ihr einander schon beißt, dann fresset euch nicht gegenseitig auf. Ah ja, offenbar hat das manchmal nicht so funktioniert. Also, einander dienen bedeutet Nächstenliebe. In dem Mass, wie ich gesunde vor Gott, kann ich die Liebe, die ich bekommen habe, anderen gegenüber geben. Ich kann aus mir raus dann die Liebe weitergeben, die Jesus in mich hineingefüllt hat. Um das geht es. Nächstenliebe heisst, für den anderen da sein. Ihn unterstützen, ihn fördern und weiterbringen. Dort, wo man selber kämpft, ja, das ist eigentlich nur ein Ausdruck vom eigenen Unversöhntsein. Man spürt recht schnell an einer Person ab, ob da der innere Friede da ist, weil Gott gewirkt hat, oder ob man immer fürs eigene noch kämpfen muss. Das ist aber nicht die Idee von Jesus. Und gerade darum ist ja Jesus gekommen, dass man gerade das eigene Kämpfen ablegen könnte und er da ist, um uns zu vergeben. Lass dich also neu lieben von Gott. Stell dich neu unter die Dusche von Jesus, dass du so richtig neu aufdanken kannst. Und bist dir bewusst, dass es manchmal eben auch Menschen braucht. Menschen, die dir helfen, etwas mal aufzuarbeiten. Also, vertraue dich Menschen an. Und was auch gut ist, schau darauf, dass du gute Freunde hast. Oder nicht nur eine Dienstbeziehung, ja, das ist manchmal auch gut. Aber wirklich Freunde hast. Leute, mit denen du zusammen bist. Leute, wo du dich auch privat treffen tust. Leute, wo du so viel Vertrauen hast, dass du einmal wagst, etwas von dir zu erzählen, was man nicht jedem erzählt. Schau unbedingt darauf, dass du Freunde hast. Nicht, dass du eine tolle Karriere machst, aber dann irgendwie nach 50 merkst, eigentlich bin ich alleine. Bau Freundschaften und das all die Jahrzehnte durch. Ich schließe mit dem Vers aus Johannes 13, Vers 43. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Super Zusammenfassung. Oder? Mein Lieben gründet in dem, dass Gott mich liebt. Und weil ich geliebt bin, kann ich das dann gegen aussen weitergeben. Wir dürfen darum uns auf Gott ausrichten. Sagen, Gott, das brauche ich. Hey, nimm doch auch die Zeit vor Gott. Manchmal stehen wir so viel Zeit vor dem Spiegel, verbringen wir am Morgen. Aber ich würde mal sagen, gleich viel Zeit, wie du am Morgen vor dem Spiegel verbringst, verbring doch auch die Zeit mit Gott. Weil wir brauchen, dass auftankt werden. Dass wir gefüllt werden von dieser Liebe. Und dort, wo der Heilige Geist dich antippt, der Heilige Geist dir sagt, du das mal mit jemandem besprechen. Dass du da etwas überwinden kannst, wo du immer wieder zurückgebunden bist. Dann wachs und komm auf Menschen zu, wo du das kannst anschauen kannst. Und so können wir Menschen lieben. So geht die Nächstenliebe tiefer, als nur einfach sagen, ja, du bist gut. Selber gesund sein, das bewirkt auch gegen aussen, dass wir dienen können. Hey, lass uns beten. Dass der Heilige Geist uns sagen kann, ja, das ist bei dir der Punkt. Und da darfst du noch gesunden. Jesus, danke, dass du der Gott der Liebe bist. Dass du selber überschüttende Liebe bist. Ja, dass deine Liebe ununterbrochen uns am Zufliessen ist. Hilf uns zu erkennen, wo wir selber die Liebe abblocken. Wo es einfach mal einen Durchbruch braucht. Wo wir mal ein Gespräch brauchen, wo wir etwas aufschaffen können. In der Vorbereitung ist mir so entgegengekommen, ich habe so eine Art Stimme gehört, eine prophetische Stimme vom Heiligen Geist, dass jemand sagt, ich bin dort ungerecht behandelt worden, darum kann ich nicht mehr lieben. Es war mir das auch in der Vorbereitung, wie Gott dir sagen will, ja, das war ungerecht gewesen, da hast du recht. Aber denk dran, mein Sohn, sagt Gott, mein Sohn Jesus, ist noch viel mehr ungerecht behandelt worden. Hast du das Recht, jetzt da einfach blockieren? Ich möchte dir weitergeben, du lebst nicht aus der Anerkennung von dieser einen Person. Ja, es war vielleicht ungerecht gewesen, aber du lebst aus der Anerkennung, weil Jesus dich liebt. Nicht, weil du genau von dieser einen Person Anerkennung willst. Darum richte dich auf Jesus aus. Bau Freundschaften mit Menschen, die dir unterwegs sind. Nicht alle Menschen müssen Freunde von dir sein. Es werden dich auch nicht alle lieben. Aber bau Beziehungen, die stabil sind. Aber erwarte nicht,
dass genau die Einzelperson dich so liebt. Der hat vielleicht einen eigenen Rucksack, der schwierig ist zum Tragen. Nimm Jesus mit. Er liebt dich. Komm, Geist Gottes. Heiliger Geist, tröpfle in unser Herz hinein, dort an den Punkt, wo wir wieder auftanken sollten. Wo wir vielleicht schon lange nicht mehr einen Durchbruch zu dir hatten. Heiliger Geist, tröpfle du jetzt hinein. Löse du etwas. Dort, wo wir schon länger vielleicht mit dir keine tiefe Connection, eine Verbindung hatten. Wirk du, Heiliger Geist. Jesus, wir brauchen dich. Wir tun es auch ausdrücken dir gegenüber, Jesus, wir lieben dich. Du bist so gut. Füll mich neu mit deiner Liebe. Ich brauche es noch viel, viel mehr. Und danke, dass du mir auch den Mut gibst, Sachen mal anzusprechen, die immer wieder ob sie kommen und nicht gut sind. Danke, dass du uns an der Hand nimmst. Danke, hast du unsere Gemeinschaft hineingestellt, dass wir füreinander da sein können. Danke, Jesus.